gefallen. Also Cradle to Cradle heißt sowas wie Knödel to Knödel sozusagen. Also alle Dinge nochmal neu zu denken. Wer hat gerade eine Affäre vielleicht? Also ja, bei Architekten ist das doch relativ häufig so. Also, bitte heben Sie die Hände. Von einfach, wir sollten uns doch mal ein bisschen ehrlich machen dazu. Wissen Sie, Sie können mit jedem Schurken Bestehendes optimieren. Sie müssen bloß sagen, 10% leichter, 10% schneller, 10% kürzer, wie auch immer. Ja? 10% billiger. Aber für Neues brauchen Sie Verlässlichkeit und Vertrauen. Und wenn Sie mich so schamlos anlügen, statistisch gesehen müssten etwa 17 Leute die Hand heben hier dabei. Davon, dann kann ich Ihnen auch nur meinen zweitbesten Vortrag geben dafür. Das heißt, ich habe nicht einfach neulich einen Fehler gemacht in Österreich und den will ich nicht nochmal machen. Da saß hier vorne, wo jetzt Wolfgang sitzt, davon saß der österreichische Minister. Und der wollte wissen, ob Cradle to Cradle für Österreich insgesamt das Land, für das Land was Gutes wäre. Und dann habe ich gesagt, lieber Herr Minister, Nachhaltigkeit ist doch ziemlich langweilig, oder? Was würden Sie sagen? Ja. Und was würden Sie sagen? Wenn ich sage dazu, Herr Minister, wie geht es Ihnen so mit Ihrer Frau? Was würden Sie sagen? Nachhaltig? Dann würde ich sagen, herzliches Beileid. Und dann ist er aufgestanden, ist gegangen, weil am Tag vorher in der Kronenzeitung stand, dass er eine Affäre mit seiner Sekretärin hatte. Und ich wusste das nicht. Ja? Und damit mir dieser Fehler nicht nochmal passiert, dachte ich, entweder sitze hier mein Freund Wolfgang hierher, von dem weiß ich, dass er eine Affäre hat. Oder ich stelle natürlich diese Frage nicht. Oder ich frage sie erstmal, ob jemand halt eine Affäre hat. Dass man, man kann ja einen Fehler mal machen, aber man soll die nicht zweimal machen, sozusagen. Also ich will Ihnen einfach sagen, wie wir in der Lage sind, jetzt 40 Jahre Weltuntergangsdiskussion in Innovation umsetzen. Das ist Cradle to Cradle. Meine größten Feinde sind die Nachhaltigkeitsbeauftragten in den Firmen. Denn die sind so der Marketingabteilung so ein bisschen angegliedert und immer dann, wenn man ein bisschen Geld hat, macht man was. Und was machen die? Die erhöhen den Recyclinganteil in der PET-Flasche. Ja, sie schließen noch zwei Elektroautos zusätzlich an. Ja. Ja. Oder sie drucken den Bericht auf Altpapier. Na toll, ja. Ja, aber eigentlich sind sie eher Innovationsbremsen, weil sie noch mehr Kosten verursachen dabei. Und das ist dann nur ein Berichtswesen. Ja. Die müssen verstehen, dass sie die Innovationschancen sind überhaupt, denn wir haben eigentlich den Anschluss in praktisch in allen Bereichen verpasst. Nur im Bezug auf Umwelt und Gesundheit, da sind wir tatsächlich führend, weil wir diese Diskussion 40 Jahre geführt haben. Und das können wir jetzt in Innovation umsetzen, in Qualität. Ja. Und darum bin ich hier, um Sie zu motivieren, Innovation zu wagen. Ich weiß, das ist schwierig, weil wir haben einen völlig anderen kulturellen Hintergrund. Ja. Eine Stadt wie München möchte klimaneutral sein, oder? Sie hören das, die Dekarbonisierung oder sowas. Haben Sie schon mal einen dekarbonisierten Baum gesehen? Ja. Ja. Wir wollen klimaneutral sein. Ich meine, gehen Sie jetzt nach Hause und erzählen Ihrem Mann, dass Sie heute ehemannneutral sind, ja? Oder kinderneutral. Ich meine, so ein Schwachsinn und den unterschreiben die alle und rufen alle Hurra. Ja. Kein Baum ist doch klimaneutral. Also wollen wir dümmer als Bäume sein? Ja. Ein Baum ist doch gut fürs Klima. Sie können nur klimaneutral sein, wenn sie nicht existieren. Allein durch das Ausatmen atmen sie 168 Kilo, wenn sie im Bett liegen bleiben, an CO2 aus im Jahr. Ja? Also sie sind doch da. Also nur wenn sie nicht existieren, sind sie neutral sozusagen. Es hat ein bisschen was zu tun, dass wir, das hängt mit der Religion zusammen, wir versuchen, wir denken, es sei Umweltschutz, Sie haben vorher das in Präsentationen auch mitgekriegt, wenn Sie mal mit dem Fahrrad fahren, na toll, ja. Ja, oder wenn Sie Energie einsparen und, oder mit dem Zug fahren, dann schützen Sie die Umwelt. In jedem Hotel steht, schützt die Umwelt, verwendet das Handtuch nochmal. Aber das ist doch völlig blödsinnig, das ist doch kein Schutz, das ist nur weniger Zerstörung. Das wäre so, wenn ich sagen würde, ich schütze mein Kind, ich schlage es nur 5-mal anstatt 10-mal. Oder Sie können es mit Ihrem Mann auch ausprobieren dazu. Das ist kein Schutz, es ist nur weniger kaputt machen. Und das liegt daran, dass wir von der Religion aus, und das gilt im Islam wie im Christentum, die Religion sagt, du bist böse. Und ich meine, bei Ihnen mag es zutreffen dazu, wenn ich Sie so sehe. Ja, und nur göttliche Gnade kann dich erlösen. Das heißt, wir können nicht gut sein, wir können nur weniger schlecht sein. So wie die Leute in Schwaben sagen, wenn sie eigentlich gut meinen, sagen sie nicht schlecht. Ja. Ja. Weil wir können nicht gut sein, wir können nur durch göttliche Gnade gut sein.
Das hat verheerende Auswirkungen. Ich habe das erst begriffen, als ich ein paar Jahre in China gearbeitet habe. Wenn man in China auf dem Land zum Essen eingeladen ist, dann ist das was völlig anderes als hier. Stellen Sie sich vor, es gibt kein Biosiegel, ja, was erlaubt, dass meine eigenen Stoffwechselprodukte wieder eingesetzt werden dürfen. Ich muss jeden Tag 2 Gramm Phosphat aufnehmen und 2 Gramm Phosphat abgeben. Ja? Sonst kann ich keine Zähne haben, keine Knochen haben. Sie kennen aus dem Biologieunterricht noch das Adenosin-Diphosphat und Triphosphat zum Beispiel. Das ist unser Energiespeicher in der Leber, dass man schnell losrennen kann. Ja? Phosphor ist viel seltener als Öl und viel seltener als Aluminium, auch noch viel seltener als Kupfer. Ja? Und ist hochkontaminiert mit Radioaktivität. Ja? In den letzten 20 Jahren 15.000 Tonnen Uran allein in Deutschland auf unseren Feldern verteilt als Kontamination aus dem Dünger. Ja? Aber es gibt kein Biosiegel, wo mein eigener Phosphor wieder eingesetzt werden darf. Wir hassen uns so sehr, dass wir denken, es ist nur gut, wenn wir nicht da sind. Ja? Daher kommt das mit dem Klimaneutral und mit dem Reduzieren und Vermeiden und Minimieren. Ja? Wissen Sie, ich habe das erst in China verstanden, wenn Sie da zum Essen eingeladen sind auf dem Land, dann erwarten die Leute nach dem Essen, dass Sie so lange bleiben, bis Sie die Toilette aufsuchen. Es gilt als unhöflich zu gehen und die Nährstoffe mitzunehmen. Denn Sie sind ja zum Essen eingeladen worden, nicht zum Nährstoffdiebstahl. Ja. Ja. Sind Sie? Nein, das ist doch ein völlig anderes Verständnis. Die Stadt München hat den Bauern immer nur was weggenommen, hat ihnen nie was zurückgegeben. Ja, die haben dann die Erdwässer in die Isar geschüttet dazu und es war weg damit. Ja. Die Bauern verarmten, die Böden zerstörten sich und die Leute mussten entweder in die Stadt oder sie mussten weiter weg die Nährstoffe holen und die Bauern mussten auswandern oder sind verhungert. Ja. Weil man den Bauern nichts was zurückgegeben hat. Dabei, John Lennon hat das früher begriffen als ich. Der hat doch dieses Lied gemacht, Give Pea a Chance oder sowas. Ja. Also wir müssen Phosphor zurückkriegen, ganz unbedingt. Ja, und das muss die Strategie auch von Architektur und Stadtplanung sein, ja, weil wir es wirklich zurückkriegen müssen. Aber wie gesagt, darum können wir nicht gut sein, wir können nur weniger schlecht sein. Diese traurige Definition der Nachhaltigkeit beten meine Studenten auch immer noch rum. Also zum einen machen sie Lebenszyklusanalysen. Ja, haben Sie schon gesehen, vorher auch gehört, der Lebenszyklus der Cola-Dose. Ich meine, haben Sie schon mal eine lebende Cola-Dose gesehen, bitteschön. Ja. Das ist eine Missachtung vor tatsächlichem Leben auch. Und vor allem kommen wir dann immer auf Langlebigkeit, weil wir lange leben. In der digitalen Welt brauchen wir definierte Nutzungszeit, nicht Langlebigkeit. Überhaupt nicht, denn sonst wissen wir ja nicht, wann das Material hier wieder zur Verfügung steht und wo es auch ist. Mit der Digitalisierung ist der Abfallbegriff abgeschafft. Wir sind das einzige Lebewesen, was Abfall macht. Wir sind dümmer als alle anderen dabei. Ja? Und wenn wir jetzt ein bisschen vermeiden, sparen, verzichten, reduzieren, dann verändern wir es nur, dass wir das Ganze ein bisschen später zerstören. Also wie gesagt, ich habe große Sympathie dazu, was Sie hier machen. Überhaupt keinen Zweifel. Und die Firma Schüco übrigens hat die Beschichtung des Aluminiums sofort geändert, als sie begriffen haben, dass es Cradle to Cradle sein sollte. Weil sie gesagt haben, dann wollen wir das ja wirklich wieder haben dazu. Ja. Also das muss die Aluminiumindustrie machen, denn sonst hat sie keine Glaubwürdigkeit. Sonst arbeitet sie nur am eigenen Geschäftsinteresse. Das Gemeinwohlinteresse ist etwas anderes. Also, wenn unsere Freunde der Aluminiumindustrie heute mal sagen, komm, wir hören auf mit den Deos, das würde mir schon reichen. Weil das ist eine echte Gemeinheit. Das ist chemische Belästigung. Ja, ich meine, wir wehren uns gegen sexuelle Belästigung. Ja, und da müssen wir auch nicht nachweisen, dass wir davon krank werden, oder? Wir haben ein Recht darauf, nicht belästigt zu werden. Und das gilt erst recht für Aluminium dabei. Also die Branche kriegt sofort Glaubwürdigkeit, wenn sie das zurückzieht. Und wir verlieren das auch nicht dabei. Ich war vor einem Jahr im Großglockner gewesen. Da ist da hinten der Großglockner. Und wo ich dieses Foto gemacht habe, an der Stelle, war 1995 noch Gletscher. Ja. Verstehen Sie, wir reden von 1,5 Grad Ziel. Freunde, das ist jetzt. Jetzt taut das Grönlandeis auf. Haben Sie heute die Meldung gesehen, dass das Grönlandeis auch überraschenderweise viel schneller auftaut als gedacht? Allein nur das abgetaute Grönlandeis bedeutet einen Anstieg des Meeresspiegels um 7 Meter. Nur Grönland. Nicht das Polareis, nicht die Permafrostböden, sonst was dazu. Nur das bedeutet das. Ja. Und das taut jetzt ab. Ja. Gut, also für Hamburg wird der jetzige Gehalt in Treibhausgasen einen Anstieg des Meeresspiegels um 22 Meter bedeuten. Gut, in München kann es egal sein, das verstehe ich natürlich so. Ja. Aber schauen Sie, wenn die Leute
in zwei Drittel der Menschen leben in diesem Bereich der Küsten, dann kommen sie nach München. Ja? Also soweit gesehen. Na gut, sie brauchen ja neue Häuser, ist auch was natürlich klar, aber und Wohnungen, aber das kann es doch nicht sein. Also, Freunde Römer, wie wäre es, wenn wir sagen, im Jahr 2100 werden wir wieder die Gehalte an Treibhausgasen haben, die es 1900 gegeben hat. Wir holen uns das zurück. Wir wollen klimapositiv sein, nicht klimaneutral. Ja? Ja, wir wollen gut sein fürs Klima. Wir wollen von 420 ppm, die wir jetzt in der Atmosphäre haben, auf 280 ppm zurückkommen. Das ist das, was wir machen. Und das wäre relativ leicht sogar zu machen, wenn wir einfach nur den Boden anders behandeln würden. Ja, wenn wir Mais anbauen, verlieren wir bis zu 40 Tonnen Boden pro Hektar und Jahr und machen daraus Biotreibstoffe. Das ist toll. Das ist ein Förderprogramm für Großbauern und Wildschweine, in welcher Reihenfolge auch immer. Aber für die Umwelt bringt das gar nichts. Es zerstört den Boden. Aber auch Demeter-Landbau verliert 2 Tonnen Boden pro Hektar und Jahr, weil unser eigenes PB nicht zurück darf. Ja? Also lasst uns ein neues Bio machen, wo wir dazugehören. Wir sind doch ein Teil von dem Ganzen. Ja? Wir können nicht den eingeborenen Status immer an irgendwelche Aborigines in Australien delegieren. Wir sind die Eingeborenen von diesem Planeten. Ja. Und darum lassen Sie uns das doch anders machen. Ja. In 10 Jahren zum Beispiel, wie wäre es, wenn Sie sagen würden, wir Architekten und Bauherren davon werden in 10 Jahren nur noch Plastik verwenden, was aus dem CO2 der Atmosphäre gewonnen wird. Ja. Zum Beispiel kennen Sie diese neuen Trinkflaschen, die geben wirklich nichts Giftiges ab. Tritan. Tritan ist nichts anderes. Also ja, ein modifiziertes Polycarbonat, das Tritan ist nichts anderes als die Polyester der Kohlensäure. Ja? Also warum? Das sind wunderbare Kunststoffe, hochtransparent. Sie kennen die, das sind diese Kunststoffe, die man zum Abdecken von Kranzleuchten zum Beispiel verwendet. Ja? Für die Architektur, wunderbar. Sieht nicht so billig aus wie Aluminium oder sowas. Ja? Entschuldigung, das war jetzt unqualifiziert. Aber nein, es gibt wunderschöne Aluminiumanwendungen dabei. Aber wie wäre es denn? Und wie Sie sehen, die ganze Branche übernimmt ja unsere Cradle-to-Cradle-Farben zumindest. Bei diesen Aufgeschichten gibt es eigentlich keinen Grund, dass man ein Grün und ein Blau miteinander kombiniert, oder? Aber hier schon. Hier geht es darum, dass man sagt, alles, was verschleißt, Schuhsohlen, Bremsbeläge, Autoreifen, wird so gemacht, dass es biologisch nützlich ist. Ja, die Leute lesen dann, Cradle-to-Cradle ist eine Welt ohne Abfall. Nee, dann denken sie immer noch an Abfall. Wissen Sie, das ist, wenn ich so sage, Wolfgang, denke nicht an ein rosa-rotes Krokodil. Ja? Oder Wolfgang, denk nicht an Donald Trump nackt. Ja? Was so ziemlich dasselbe ist sozusagen. Aber dann denke ich an ein rosa-rotes Krokodil, oder? Das heißt, auch wenn wir an Nullabfall denken und Abfallvermeidung, denken wir immer noch an Abfall. Nein, nein, wir denken, dass alles Nährstoff ist. Alles, was verschleißt, wird biologisch nützlich. Ja? Also so wie zum Beispiel Autoreifen. Was hat man? Man macht die falschen Dinge perfekt. Ja? Denkt, das sei Umweltschutz, weil man jetzt weniger Autoreifen braucht, weil die Autoreifen doppelt so lange halten wie vor 30 Jahren. Ja? Aber das macht das Ganze nur schlimmer. Wir messen in der ESA, hier ist 54% des Mikroplastiks Reifenabrieb. Vorher blieb der Reifenstaub auf der Straße, jetzt wird er eingeatmet. Ja? Also Sie können natürlich was tun. Ja. Vorher blieb er auf der Straße, jetzt landet er im Wasser. Ja. Wenn Sie wirklich die Welt retten wollen, müssen Sie eigentlich nur Austern verspeisen. Ja. Weil wir finden bis zu 40.000 Mikroplastikteile in einer einzigen Auster. Wenn wir nur genügend Austern zurückholen, so in Schwabing oder sowas dazu, ja, schlürfen Sie Austern dazu, dann holen Sie das Plastik wieder. Also, das ist echte Kreislaufwirtschaft, jeder kann was tun. Außerdem trinken Sie nicht diesen billigen Prosecco. Ich glaube, hier gibt es auch solchen dazu, habe ich gesehen. Ja. Dazu, nein, trinken Sie Champagner. Ja. Sie können Ihren Carbon Footprint um das Dreifache senken, nur durch Champagner trinken. So einfach, das hat ihn viel feinere Bläschen. Und bei dem Prosecco wird das CO2 sogar noch dazugesetzt, diese gemeinen Hunde. Ich meine, verstehen Sie, damit schützen Sie auch die Umwelt, in der Logik. Schneiden Sie Ihre Haare kürzer, dann brauchen Sie weniger Haarwaschmittel zum Beispiel. Oder verzichten Sie auf Bodengerichte, dann haben Sie weniger Methanemissionen. Oder gehen Sie auf die Toilette, bevor Sie ins Flugzeug steigen. Ja, wenn alle das machen, von München nach New York, ja, wenn alle vorher eine Abführtablette nehmen, wir müssen jetzt ja zu früh am Flughafen sein, dann spart das 7 Tonnen Kerosin ein. Also jeder kann was tun. Ja. Also da gibt es ohne Ende Möglichkeiten, die Welt zu schützen. Zum Beispiel in Gebäuden, schreiben Sie ein Schild hin, bitte nehmen Sie den Aufzug, schützen Sie die Umwelt. Ja. Das muss dort stehen, nicht laufen Sie die Treppe.
Wir haben eine derartig perverse Landwirtschaft, dass wir 10 Kalorien Energie brauchen für eine Kalorie Ernährung. Ja? Wenn Sie und jetzt gibt es die neuen Schindler-Aufzüge, machen das alle dazu. Sie gewinnen die Energie zurück, wenn Sie runterfahren dazu. Ja? Das heißt, die sind netto noch viel besser. Wir haben es für einen nicht ausgeglichenen Aufzug gerechnet, also wo nicht zurückgewonnen wird, brauchen Sie für die gleiche Leistung anstatt 10 Kalorien nur 2 Kalorien. Das heißt, Sie können Ihren Carbon Footprint um das 5-fache senken, nur durch Aufzug fahren. Ja. Ist doch toll. Ja. So leicht kann man die Welt retten. Und dann sterben Sie noch früher und schützen die Umwelt noch mehr natürlich damit. Ja. Also in der Logik. Ja. Also alles, was verschleißt, muss biologisch nützlich sein, nicht weniger schädlich. Können Sie sich vorstellen, dass die Leute tatsächlich ja, entsprechendes Thermopapier machen? Da steht hinten drauf, bitte nicht ins Altpapier, auch das ist Kunststoff. Ja. Und ich zeige Ihnen sofort 2 Dutzend Chemikalien, die Sie im Blutstrom haben. Das Zeug ist nie für uns gemacht. Oder Sie fahren jetzt im Winter Skifahren. Ich habe in Vorarlberg gerade die ganzen Gewässer untersucht. Die sind alle mit Skiwachs verseucht. Das sind Sie. Ja. Mikroplastik ohne Ende, Teflonverbindungen. Ja. Davon. Können Sie sich vorstellen, dass die Leute Skiwachs erfinden und nicht fragen, was mit dem Abrieb passiert? Dass die Leute Schuhe machen und nicht fragen, was mit dem Abrieb ist? Das sind 110 Gramm Mikroplastikabrieb pro Jahr, pro Person. Ja. Das ist doch irrig. Das heißt, alles, also was verschleißt, muss biologisch nützlich sein. Alles, was nur genutzt wird, so wie Aluminium, ja, wenn es nicht gerade für Nespresso verwendet wird oder für Deodorant verwendet wird, ja, haben wir das jetzt gemeinsam beschlossen? Dass die Aluminiumindustrie darauf hingeht, wir müssen doch auch irgendwas. Er hat doch gesagt, wenn nur 2 Leute keinen Deodorant mehr nehmen, habe ich das richtig verstanden? Davon gerade? Ja, gut. Also, alles, was nur genutzt wird, so wie eine Waschmaschine, wie ein Fernseher, wird so gemacht, dass es technischer Nährstoff ist. Es gibt also nur Nährstoffe für die Biosphäre und für die Technosphäre. Und wir sind auch nicht zu viele Menschen auf der Welt, wenn wir lernen, Nährstoffe zu nutzen. Die Biomasse der Ameisen ist 4-mal größer als die der Menschen und die Ameisen sind kein Umweltproblem, weil alle ihre Materialien, die sie verwenden, nützlich sind und nicht weniger schädlich. Sie entsprechen dem Kalorienverbrauch etwa 30 Milliarden Menschen. Also es geht nicht um Überbevölkerungsprobleme, es geht darum, nützlich zu sein, nicht weniger schädlich. Aber was lesen Sie überall? Ich sehe es auch hier. Sie möchten den ökologischen Fußabdruck minimieren. Na gut, Sie kennen alle noch Aschenputtel, ja? Wo man irgendwo sich die Zehen oder die Ferse abpackt dazu. Ist ja toll, aber... Es ist wirklich das. Wir haben jetzt eine Generation, die wichtig sein will. Für junge Leute ist die Anerkennung im sozialen Netzwerk wichtiger als Geld. Ja? Und denen sagen noch, du sollst null sein. Ja? Du null. Ja? Schon im Kindergarten ist das eines der schlimmsten Schimpfwörter. Du Opfer und du null. Ja? Ja? Dazu wollen sie wirklich null sein? Nein, wir wollen doch nützlich sein, nicht weniger schädlich. Das Ganze kommt aus Skandinavien, wenn sie dort laufen, dann ist jeder Fußabdruck zerstörerisch. Darum wollen die den Fußabdruck minimieren. Aber wenn sie hier entlang der Isar spazieren gehen, ist jeder Fußabdruck ein kleiner Retentionsraum. Also warum wollen wir nicht einen großen Fußabdruck haben mit unseren Gebäuden, ja? Die aber ein Feuchtgebiet, was ein Feuchtgebiet wird? Ja? Wir können auch nützlich sein. Wir können den menschlichen Fußabdruck feiern. Und letztlich ist Architektur der ultimative Ausdruck des menschlichen Fußabdrucks. Ja? Also nicht vermeiden, sparen, verzichten, denn was Sie damit machen, Sie machen nur das Falsche perfekt. Und damit perfekt falsch. In dieser Logik hat die DDR die Umwelt viel besser geschützt als Bayern, einfach durch Ineffizienz. Ja. Die konnten die ganzen Feuchtgebiete nicht zerstören, weil sie das Geld nicht dazu hatten. Ja. Also, wenn ich von München nach Innsbruck möchte, dann hilft es mir nicht, effizient nach Nürnberg zu fahren. Es geht also nicht um Effizienz, es geht um Effektivität. Stattdessen machen wir Effizienz, also wir versiegeln die Gebäude, machen sie gasdicht. Und die Innenraumluftqualität in den Gebäuden ist 3 bis 8 Mal schlechter als schlechte städtische Außenluft. Ich meine, warum fragen Sie nicht zuerst mal als Bauherrn und Architekten, was ist gesunde Luft, bitteschön? Ja. Ich habe gerade die Kindergärten einer kleineren Stadt mit 100.000 Einwohnern untersucht, nur 16 davon. Wenn die draußen wären, müssten die alle geschlossen werden, weil sie die Feinstaubgrenzwerte alle nicht einhalten. Aber für Innenräume gibt es keine Grenzwerte. Wir haben durchaus ein paar Tage Lebenserwartung durch Corona verloren. Das ist wirklich schlimm und es war richtig, da etwas zu tun dabei. Aber wir verlieren 4,5 Jahre durch Feinstaub. 4,5 Jahre und wir sind 80% in Innenräumen dabei. Also wie wäre es denn anders? Wie wäre es denn, Gebäude zu machen, wo die Luft besser ist als draußen? Ich untersuche seit 36 Jahren Muttermilchproben. Ja. Und es gibt keine einzige Probe an Muttermilch von keinem weltweit, die als Trinkmilch vermarktet werden dürfte. Keine einzige. Wir finden über 2800 Chemikalien. Davon
Ja, ein Drittel davon kommt aus dem Baubereich. Weil wir noch immer im Baubereich so sind, dass wir einfach gutes Handwerk mit schlechter Chemie ersetzt haben, sozusagen. Ja? Und da sind wir immer noch. Ja? Wie wäre es denn, wenn Sie mal ein Gebäude machen würden, was für Muttermilch geeignet wäre? Wäre ein schöner Claim, oder? Dieses Gebäude ist für Muttermilch geeignet. Trotzdem übrigens für alle, die sich Kinder zulegen wollen, und ich kann es nur wirklich empfehlen, es gibt nichts Schöneres, als Kinder zu haben. Also zumindest sollten Sie es mal probiert haben, sozusagen. Weil ich kenne viele, die es immer weiter zurückgeschoben haben und die jetzt in tiefe Traurigkeit verfallen, weil sie einfach so lange es rausgeschoben haben. Und es liegt auch ein bisschen dran, dass die Leute immer darauf warten, bis Mr. Perfect oder Mrs. Perfect kommt, weil sie selber denken, dass sie so toll seien. Ja. Aber ich sage es euch, wir sind alle nicht so toll. Also warten Sie nicht dazu, bis Sie Mr. Perfect finden dazu. Und wir haben jetzt ja durch diese Dating-Geschichten ja noch das Problem, dass die Leute immer noch denken, sie verpassen irgendwas. Und die schlimmste Angst der Menschheit ist nicht zu sterben oder sowas, sondern etwas zu verpassen, bevor man stirbt. Ja? Und darum behalten die Leute sogar ihren Single-Status bei, wenn sie schon lange irgendeine Beziehung haben. Man könnte ja was verpassen sozusagen dabei. Also nicht. Also, wenn Sie sich Kinder zulegen, empfehle ich Ihnen trotzdem, diese Babys zu stillen. Unbedingt. Ja? Und zwar, weil die Mutter sich damit wunderbar entgiften kann. Ja? Also, sie verlieren mit einem Baby ein Drittel ihrer Schadstoffe. Darum ist es auch gut, mindestens 3 Kinder zu haben, sozusagen. Also, für Männer gibt es kein vergleichbares Detox, ja, davon. Also ich bitte um Entschuldigung, an der Stelle weiß ich, damit soll mir keinen Spaß machen, aber ich bin in den USA groß geworden und da hat man einen anderen Vortragsstil. Ich bitte es nachzusehen, es ist ganz viel ernsthafte Wissenschaftsarbeit von über 300 Kollegen und Kolleginnen, über 35 Jahre dahinter, hinter dem, was ich Ihnen hier vorstelle. Ja. Aber es ist trotzdem auch gut, ein Baby zu stillen, nicht nur, weil die Mutter sich entgiften kann, sondern weil dass die Leber und die Nieren noch nicht sich aufgebaut haben bei dem Baby in der Funktion. Das heißt, die meisten dieser Schadstoffe rauschen einfach durch. Sie werden nicht verstoffwechselt. Aber so nach 9 Monaten bitte aufhören mit Stillen. Ja? Nicht so in Esoterik greifen, so 3-4 Jahre zu stillen. Ja? Noch ein bisschen schnubbeln nach dem Kindergarten dazu. Nein, nichts, wirklich nichts. Das ist wirklich chemische Belästigung. Chemical Harassment. Ja? Das ist nicht fair für dieses Kind. Ja? Es mag für die Mutter angenehm sein, das kann ich nicht beurteilen, gibt's sagen. Aber für das Baby ist es eine Gemeinheit. Ja. Also, das ist die traditionelle Nachhaltigkeit. Sie macht den Kunden auch zum Feind. Die sagt, ich bin heute 100% Schwein, 90% Schwein und mein Ziel ist es, null zu sein. Ich meine, wer möchte denn null sein? Was für eine tolle Geschäftskurve. Ja. Ja. Sie hängt eben damit zusammen, mit diesem Schuldmanagement zu denken, ja, wir sind einfach schlecht. Und versuchen, weniger schlecht zu sein. Wir haben unseren ökologischen Fußabdruck wieder durch Fahrradfahren um 3% minimiert dabei. Gehen Sie doch hin und machen diese Kurve. Sagen Sie, hey Freunde, dank Unternehmen wie diesem hier dazu sind wir schon hier. Ja. Dank den vielen Leuten, die wirklich etwas ändern wollen. Und mir gefällt dieser Gestaltungswille in diesem Raum einfach so sehr. Und wenn Sie nur 10% davon übernehmen dazu, dann können wir die Dinge ändern. Wir sollten das entschiedene Vorgehen nicht immer nur den Terroristen überlassen, oder? Das heißt, wie wäre es, wenn Sie sagen hier, ab heute, wir wollen in 10 Jahren nur noch Plastik verwenden aus dem Kohlendioxid der Atmosphäre, dann hätte ich Ihnen sofort 150 Leute, die da mitmachen wollten. Wenn Sie sagen, Sie möchten den Recyclinganteil um 5% steigern, dann sage ich, geh doch zum Teufel. Das ist doch Beschäftigungstherapie. Wir machen die falschen Dinge perfekt. Wenn Sie etwas lernen dazu, packen Sie vor allem das PVC raus, wo immer Sie können. Ich komme gerade aus Ägypten zurück, ja, nicht beim charmanten Scheich war ich gewesen, sondern bei den Studierenden an der Heliopolis-Universität. Dort liegt meterhoch Plastik rum. Ja. Ich habe dann die Arbeit betreut und dann sagen wir so ein bisschen leicht rassistisch, ja, die Leute haben kein Umweltbewusstsein. Ja klar, ja, das liegt ja überall rum. Also erstens ist das Wegschmeißen natürlich durchaus soziokulturell interessant. Ja. Weil die Leute vor allem wegwerfen, zuerst mal bei uns, Sie sehen es in Italien, wenn die Leute im hohen Bogen was wegschmeißen, das ist eine Form von Revierverhalten. Ja? Aber das meine ich jetzt weniger. Die schmeißen deshalb weg, weil es sich nicht lohnt, das Zeug zu sammeln. Weil man die Verpackungen immer leichter machen, dann weht sie davon. Und das sind die falschen Kunststoffe, weil da 5% PVC dabei ist, kann ich das Zeug noch nicht mal verfeuern. Ja? Eben auch auf Aluminium beschichtet, dazu ist da PVC. Ich kann kein Öl draus herstellen. Davon sagen Sie dieser PVC-Industrie, hey, Schluss damit. Ja, mit solchen
Dinge nicht. Wir können uns für Fensterrahmen vielleicht unterhalten, auch für Rohrleitungen dazu, aber dann mit anderen Geschäftsmodellen und nicht so. Ja. Aber schauen Sie, das geht also um Effektivität, nicht um Effizienz. Dieser Baum im Frühling, er spart nicht, er reduziert nicht, er minimiert nicht, er ist völlig ineffizient, aber ganz und gar effektiv. Alles, was im Leben wirklich schön ist, ist effektiv, nicht effizient. Ja. Der Qualtinger, von Helmut Qualtinger, einer der größten Denker, die es überhaupt gegeben hat, davon hat das mal schön beschrieben, den Unterschied zwischen Effizienz und Effektivität. Ja. Er hat gesagt, du, ich habe ein neues Motorrad, sagt er zu seinem Nachbarn. Oder, ja, er sagte, oh toll, das neue Motorrad. Ja, das ist ja schön, das Motorrad. Er sagte, ja, und das ist doppelt so schnell, das Motorrad. Und sagte André, wo willst du denn damit hinfahren? Dann sagt er, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall doppelt so schnell. Ja. Das ist Effizienz. Ja. Anstatt mal zu fragen, wo will ich denn wirklich hin? Was ist denn das Ziel? Ja. Also, richtige Energiequellen, alles ist Nährstoff. Und wir unterstützen die Vielfalt, wir unterstützen die anderen Lebewesen. Schauen Sie, wie primitiv unsere Gebäude sind im Verhältnis zu diesem Baum. Dieser Baum reinigt die Luft. Haben Sie schon ein Gebäude irgendwo gesehen, was die Luft reinigt? Dieser Baum reinigt das Wasser. Ja? Haben Sie schon mal ein Gebäude, was ein bisschen Dachbegrünung irgendwo in der Schönen? Aber das meine ich damit nicht. Ja. Dieser Baum ist nützlich für die anderen Lebewesen. Er ist Lebensraum für 200 andere Arten dabei. Dann freue ich mich, dass da ein Baum steht. Und sage, oh, nicht diese Zersiedelung mit Bäumen dazu schon wieder. Ja? Ja. Verstehen Sie? Also, es ist sicher sinnvoll, Öl und Kohle und Gas einzusparen. Nicht, dass Sie denken. Ja? Es ist kein Plädoyer, doof zu sein, Cradle to Cradle. Aber wo ist Ihr Fußabdruck nützlich für die anderen Lebewesen? Wo nutzen Sie den anderen? Für weniger schädlich sind wir zu viele. Auch wenn wir unseren Lebensstandard halbieren würden, wären wir zu viele. Im Gegenteil, wir würden das System umso gründlicher zerstören. Das 1,5-Grad-Ziel bedeutet nur zwei Generationen später den Kollaps des Systems. Ja? Und für ein ökologisches System ist ein schneller Kollaps besser, weil sich das System dann aus den Nischenwegen wieder regenerieren kann. Das heißt, ein langsamer Kollaps macht ihn umso gründlicher, weil die Nischen mit absterben dann dabei. Also lassen Sie uns nützlich sein für die Menschen, nicht weniger schädlich und die anderen Lebewesen. EPEA ist ein Institut, was wir aufgeteilt haben, jetzt in EPEA Braungart und EPEA Tries und Sommer. EPEA Tries und Sommer macht zum Beispiel diese ganzen Zertifizierungen für Cradle to Cradle. Weil ich sagte, ich will jetzt endlich die PS auf die Straße kriegen. Und Tries und Sommer hat allein etwa 4.000 Projektsteuerer. Jetzt die Vereinbarung ist, dass Sie in alle Projekten Cradle to Cradle einsetzen müssen. Damit kriegen Sie natürlich für Cradle to Cradle Produkte völlig andere Märkte sofort, ja, davon. Es mag Ihnen manches bei Dresden schon mal nicht gefallen dazu, aber für gute Architekten sind die eine absolute Hilfe. Ja. Für schlechte nehmen Sie ihnen vielleicht Arbeit weg, also das müsste man diskutieren. Aber wer will denn schon schlechter Architekt sein hier, oder? Also, was wir brauchen, ist, wir brauchen europäisches Problemdenken. Ja. Aber nicht so wie jetzt. Kennen Sie diese Polarstern-Expedition? Da lassen die da einen Eisbrecher losfahren und den zufällig irgendwo in einer Eisscholle festfrieren und dann schauen sie den Drift an, was dann nachher wie so ein Amazon-Zeichen aussieht. Na toll, das hätte ich mit ein paar Drohnen und mit Markierungen so viel genauer und besser machen können. Das ist ein absoluter Missbrauch von Forschung. Denn dann sagt dann Donald Trump, ja, da muss ja noch geforscht werden für den Treibhauseffekt. Und bevor zu lange geforscht wird, muss ja niemand was tun. Ja. Wissen Sie, ich habe als Student, ja, nachgewiesen, dass PVC-Weichmacher unfruchtbar machen. Wissen Sie, wo sie jetzt verboten sind? Bei Kinderspielzeug für Kinder unter 5 Jahre. Aber das PVC, die Weichmacher, nehmen wir auf über Tapeten zum Beispiel. Die Hälfte unserer abwaschbaren Tapeten dazu sind überwiegend PVC. Ja. Wir nehmen es über Gästebetten auf, über Schwimmflügel, über Planschbecken. Da ist das Zeug drin, ja, in Massen, nicht in ein bisschen Kinderspielzeug dabei. Ja. Das ist einfach Beschäftigungstherapie. Ich habe als Student war ich in Polareis und habe das Fett von Eisbären untersucht. Ja. Und man konnte bis vor 4 Jahren eine Lead-Platin-Zertifizierung kriegen mit Flammschutzmitteln, die diese Eisbären allein zum Aussterben bringen. Ja. Wissen Sie, ich habe als Student hier untersucht und so lange forscht man auch, ob das Meerschweinchen auch unfruchtbar wird oder die Schildkröte. Weil ich habe gezeigt, dass diese PVC-Weichmacher das hormonelle Gleichgewicht ändern. Dann kommen Leute wirklich an und sagen, wenn das Schilddrüse betrifft, können sie auch Schildkröte betreffen, sozusagen. Verstehen Sie? Und solange geforscht wird, muss ja niemand was tun. Ja. In Deutschland, unsere Universitäten sind hauptsächlich so, dass man eigentlich nichts tut. Denn, denn solange man geforscht hat, muss ja niemand irgendwie handeln daraus. Wissen Sie, wann diese im Styropor, diese Flammschutzmittel verboten worden sind? Vor 4 Jahren. 4 Jahren.
So lange hat man diese bromhaltigen Flammschutzmittel verwendet, obwohl man wusste, dass sie die Fruchtbarkeit zerstören. Ich meine, die Fruchtbarkeit der jungen Männer, 25-jährigen Männer dazu, ist nur halb so hoch wie die ihrer Väter. Ja? Fast 85% der Leute sind noch vernünftig sozusagen, was sie in ihre Spermienzahl angeht, aber 15% sind fast schon steril. Man kann mit Reproduktionsmedizin einiges machen dazu, aber das ist doch absolut unfähig. Das ist doch auch unfair, den Menschen die Reproduktionsfähigkeit zu wegzunehmen. Ich meine, der Paul McCartney wusste das eigentlich schon viel früher als ich, muss ich sagen. Nicht, dass ich denke, ich schmück mich da mit fremden Federn. Zweite Strophe von Yesterday, ne? Kollege von der Aluminiumindustrie in den 50er Jahren, der müsste das vielleicht doch wissen dazu. Ja? Aber ein paar von Ihnen auch noch dazu. Na, zweite Strophe. Ach, enttäuschen Sie mich nicht. Suddenly I'm not half the man I used to be. Der wusste das schon. Ja? Das ist die Gemeinheit, verstehen Sie? Wir forschen und solange geforscht wird, tut niemand was. In den USA handeln die Leute. Ja? Meistens schlecht informiert, aber sie handeln, sie machen was wenigstens damit. Ja, wir reden darüber. Das ist so wie mit den zwei Psychologen, die sich treffen und sagen, kannst du mir sagen, wie es hier zum Bahnhof geht? Und dann sagt der andere, nein, tut mir leid, aber gut, dass wir darüber geredet haben. Ja? Ja. In den USA handeln die Leute und das braucht es auch. Cradle to Cradle ist also europäisches Problemdenken, kombiniert mit amerikanischem Handlungswillen. Es ist aber vor allem auch mit asiatischem echten Kreislaufdenken verbunden, wo wir dazugehören, und mit südlicher Lebensfreude. Also in Deutschland sagt man, Spaß muss sein. Ja, da ist kein Spaß dabei. Ja. Nein, es feiert die Menschen, es feiert den menschlichen Fußabdruck. Darum ist IPEA, hat Leute aus all diesen Ländern. Look at a cherry tree in spring. No reduction, no avoidance, no minimization. But all the materials are beneficial. The cherry tree only makes a handful of cherries actually, but with hundreds of blossoms. And all the materials are designed to go back in the biological system. I think we're not too many. It depends what those 9 billion people are doing. A cherry tree makes soil, makes oxygen, cleans the air. It's not toxic, it's not dangerous. No, it's the opposite. It's all nutrition. And what we do, we make the wrong things perfect, and then they are perfectly wrong. If you think about ants and termites, there's 4 times as many, but they don't cause the problems because they produce nutrients and not waste. They convert biomass into nutrients, so why shouldn't we be able to do the same? Cradle to Cradle divides products into 2 spheres, a technical and a biological one. We have to redesign products. On the technical side, we have materials such as metals that can be used forever, like in chairs and wash machines. The biological side, we have products that dissolve back into nature, like cosmetics or the natural fiber textiles. If these 2 spheres stay separate, the concept of waste will be obsolete. So instead of reducing our footprint, let's rethink for a positive footprint. Cradle to Cradle now becomes a friendly tsunami. Yeah. And hundreds of young designers are doing Cradle to Cradle now. I want that the money I give for a product brings positive impact for the society. I'm optimistic because I think everything is going in that direction. It's never too late to stop to make stupid things. Yeah. Also es braucht Leute mit unterschiedlichen Sichtweisen. Ich habe für Cradle to Cradle etwa 80 Naturvölker besucht. Zum Beispiel war ich bei den Yanomamis in Brasilien und ich sage ihm, ich trinke jetzt die ganze Woche schon Champagner, weil Lula gewonnen hat. Weil das ist die einzige Chance für die Yanomamis dazu, dass dieser Bolsonaro nicht mehr da ist. Ja? Also das geht mir einfach viel, viel besser dadurch. Wissen Sie, die Yanomamis, davon, wenn jemand stirbt, dann verbrennen sie die Person. Und die Asche kommt in ein Glasgefäß und es steht im Wohnzimmer und im Esszimmer, ja, auf dem Tisch. Und zu jedem Essen gibt es ein Löffelchen Asche dazu. Ja. Ein Löffelchen Oma, ein Löffelchen Opa sozusagen. Ja. Ja. Und wissen Sie warum? Weil die glauben von ihrer Religion her, dass sie damit die Stärke ihrer Vorfahren übernehmen. Die, ja. Und in der Tat müssen sie das. Das Essen, was sie haben, ist so mineralstoffarm, dass wenn sie die Nährstoffe nicht aufnehmen würden, vor allem das Kalzium, dann hätten sie massive Probleme.
Sie brauchen das Kalzium wirklich. Sie müssen es aufnehmen dabei. Ja. Also es gibt vielen Religionen, ich habe mir also das angeschaut davon und habe die Leute besucht und darum verbindet eben Cradle to Cradle eben europäisches Problemdenken mit asiatischem Kreislaufdenken, amerikanischem Handlungswillen und mit südlicher Lebensfreude. Das ist, was dahinter steckt. Ja. Und darum geht es nicht um ein Triple Bottom Line, ein Triple Top Line. Wir wollen Dinge machen, die extrem profitabel sind, denn nur so verdienen wir das Geld, um die Dinge anders zu machen. Wir wollen Dinge machen, die gut sind für die Gesellschaft und die eben förderlich sind für die anderen Lebewesen. Nicht Impact minimieren, oh ja, weniger schädlich zu sein, ein Familienhaus zu verbieten, sondern ein Triple Top Line. Ja. Die Artenvielfalt in der Stadt Berlin ist dreimal höher als in der umgebenden Agrarsteppe. Also wir können gut sein für die anderen Lebewesen. Wenn wir es noch planen, sieht es völlig anders aus. Das ist ja sozusagen mehr zufällig davon. Also es geht eigentlich um Innovation, um Qualität und um Schönheit. Ein Produkt, was Abfall wird, ein Gebäude, was schlechte Innenraumluft hat, hat einfach nur einen Qualitätsmangel. Nicht schlechtes Gewissen oder Moral, denn die Moral ist immer weg, wenn sie nicht gebraucht wird sozusagen, sondern nur ein umfassendes Qualitätsverständnis und ein Verständnis von Schönheit. Ja? Das ist alles. Ja. Und Innovation als solche kann nicht nachhaltig sein. Ich will, dass es Löwen und Tiger und Eichen und Buchen und Birken auch noch in 1000 Jahren gibt, in 5000 Jahren. Da ist Nachhaltigkeit richtig. Aber ich möchte nicht in 5000 Jahren, dass wir noch die gleichen Schreibtischstühle verwenden. Ja? Innovation ist nie nachhaltig, sonst wäre sie keine. Meine Mutter hat noch die Wäsche im Fluss gewaschen. Als sie 23 Jahre alt war, konnten die Eltern sich endlich eine Waschmaschine kaufen. Sie hat sofort ihre Stelle verloren, zum Glück, sonst gäbe es mich heute gar nicht mehr. Jetzt stehen sie, die Leute, die Mobiltelefone entwickelt haben, die waren nicht nachhaltig für die Leute, die vorher stationäre Telefone entwickelt haben. Ja. Also es geht um Innovation, um Qualität und um Schönheit. Also es geht nicht um Reduce, Reuse, Recycle, was wir so hören als Schuldmanagement. Es geht um Rethink, Reinvent, Redesign. Die führenden Designschulen lehren das inzwischen, weil es die Designer wichtiger macht. Vorher sind sie praktisch nur Behübscher, jetzt sind sie wirklich Gestalter. Ja? Darum ist sozusagen der gesamte Nutzungszyklus dabei. Ja. Also, lassen Sie uns doch mal Häuser machen, wo die Luftqualität besser ist, nicht diese fantasielosen Schachteln dabei. Ja. Lassen Sie uns Fenster machen, die wir zurückgewinnen dabei. Ja, lassen Sie uns Gebäude machen, in denen Luft besser ist als draußen. Also es gibt ohne Ende Innovationsmöglichkeit. Die Zukunftsarchitektur fängt doch jetzt erst an. Wenn Sie eine Fassade machen, zum Beispiel mit Algen, können Sie auf einem Hektar Fassade so viel Eiweiß produzieren wie auf 60 Hektar Mais. Ja, dann holen Sie das CO2 zurück mit einer Geschwindigkeit und Produktivität. Wenn Sie Rindfleisch verspeisen, nehmen Sie nicht mal 20% des Eiweißes wirklich auf. Wenn Sie Algen verspeisen, nehmen Sie über 80% des Eiweißes auf. Schauen Sie diese Masken zum Beispiel. Wissen Sie, die werden für 4 Cent in China hergestellt. Ja, steht drauf, nicht medizinische Anwendung davon. Wir müssen die aber tragen hier über. Ja, ist ja toll. Die sind nach Arbeitsschutzverordnung nicht zulässig. Ich darf sie maximal eine halbe Stunde tragen. Ja. Und sie sind auch nicht gesund. Ich finde hier hunderte an Chemikalien. Das ist das Ganze darunter, das ganze Gebirge, ist Ausdünstung davon. Wir überschreiten auch Arbeitsplatzgrenzwerte dabei. Ich verstehe das, dass man das im Notfall erstmal macht. Ja, mein Apotheker hat für diese Maske 5 Euro gekriegt. Er hat gesagt, wieso kriegst du 5 Euro? Also so wie mein Freund Wolfgang, mit dem ich studiert habe, dazu in Darmstadt, davon, so habe ich einen Freund, der Apotheker ist dabei und man sagt, wieso kriegst du 5 Euro dafür? Und sagt er, naja, das ist doch klar. Und sagt, warum verkaufst du eigentlich diese Masken dazu? Die kann doch jeder verkaufen dazu. Sagt er, naja, schau mal, das sind Profite wie im Drogenhandel und ich handle mit Drogen, also ist das völlig fair, oder? Er hat aber übrigens 4 Euro gespendet von den 5 Euro dazu, will ich Ihnen nur dazu sagen. Ja. So ist es nicht. Er hat sich also nicht irgendwie übermäßig bereichert, wie eine Frau Tantler oder wie sie alle so heißen. Also, das heißt, diese Maske ist nie für uns gemacht worden. Die ist nur für eine Staubmaske für kurzfristige Verwendung. Ja. Das Beeindruckende ist, dass wir nach 2,5 Jahren immer noch diese Masken tragen. Ja. Am Anfang verstehe ich das. Verstehen Sie das? Wenn Sie im Notfall, handeln Sie einfach schnell, so wie eine Notoperation, ist völlig klar. Aber jetzt immer noch. Inzwischen schwimmen von diesen Masken über 3 Milliarden in den Weltmeeren rum. Und die bleiben dort 300 Jahre mindestens. Ja. Geben Mikroplastik ohne Ende. Na gut, Austern ist die Möglichkeit dazu. Aber erst in 300 Jahren, weil die sich erst zu langsam abbauen. Also, was haben wir gemacht? Ich habe mit meinen Studenten eine Firma gegründet, gemeinnützig. Und die heißt einfach Holy Shit. Ja.
davon. Und wenn Sie Lust haben, es wäre auch hier in der Holy Shit Abteilung, wäre ganz nett dazu. Ja, und das ist eine Maske, die perfekt kompostierbar ist. Die können Sie über 50 Mal waschen. Davon, sie ist als medizinische Maske zertifiziert und die Mediziner haben gute Gründe, warum sie diese Masken tragen und nicht diese Hundeschnauzenmasken dazu. Also gut, manche Leute können sich mit diesen Masken durchaus verbessern dabei. Ja. Aber diese Holy Shit Maske dazu ist also zertifiziert als medizinische Maske, weil wir das denken, dass es das Bessere ist letztlich davon. Ja, die Leute bei der Operation verwenden medizinische Masken und nicht FFP2-Masken aus guten Gründen. Ja. Und sie ist perfekt gemacht, dass sie sich biologisch abbaut dazu. Damit können wir 40 Jahre Weltuntergang in Innovation umsetzen. Und dass es nur klar ist, wir meinen immer so, wenn wir die Treibhausziele in München einhalten, dann würde die Welt sich irgendwie verbessern. Das ist schon so ein bisschen ein deutsches Wesen, müsste die Welt genießen, erst recht am Bayerischen wahrscheinlich noch. Aber schauen Sie, die Zementindustrie Chinas hat einen größeren Energieverbrauch, natürlich die Aluminiumindustrie gehört ja mit auch dazu. Die kleine Zementindustrie hat größeren Energieverbrauch in China als die gesamte Energieverbrauch der Bundesrepublik Deutschland. Also, ob wir da ein bisschen was machen, ist ja ganz nett. Das ist so auf der Ebene Austern essen, okay. Aber wenn es uns gelingt, mit dem, was wir tun, was Sie als Architekten machen, Sie als Bauherren, die Leute in China zu inspirieren, anders zu denken, ja, das anders zu machen, dann ändern wir das. Das, was wir haben, setzt eine freie Gesellschaft voraus. Und diese ganze Blame- und Shame-Diskussion, ja, das brauchen wir dafür. Nur dann können wir die Innovation schaffen. Also lassen Sie uns das neu denken. Schauen Sie, nicht nur die Bauwerke sind irgendwie verlogen dabei. Ich habe 41 seltene Elemente in einem Mobiltelefon. Und wissen Sie, wie viele zurückgewonnen werden? 9. Und die zurückgewonnen werden, sind nicht wirklich selten. Ja. Sind halt teuer dabei, Gold und sowas. Ja. Aber Germanium, Indium, Gallium, nichts wird davon zurückgewonnen. Überhaupt nichts. Da lobe ich mir diesen Donald Trump, der lügt die Leute einfach viel ehrlicher an. Ja. Da ist kein Recycling. Ja. Ist einfach gelogen. Ja. Kommt die Telekom und sagt, bringt eure Handys zurück, wir recyceln die. Stimmt doch gar nicht, die sind nie dafür gemacht worden. Oder nehmen wir diese hier. Nehmen Sie einen Mercedes, ich habe einen Mercedes auseinandergebaut, der hat 46 verschiedene Stahllegierungen drin. Wissen Sie, was Sie da draus machen? Man glaubt es ja nicht gar nicht, aber eigentlich müssten Sie es wissen. Betonstahl. Ich meine, irgendwie ist das lustig, verstehen Sie? Sie haben das so wahnsinnig aufwendige Stahllegierung, ja, wir haben vorher über Legierungen ja unterhalten, und was machen die nachher? Betonstahl draus. Ja. Das Traurige ist natürlich, das Energieproblem werden wir lösen können, wenn wir es nur wollen. Ja. Aber das Materialproblem ist doch viel kritischer. Darum war ich so dankbar vorher für das, was Sie ausgeführt haben dazu, was seltene Elemente angeht davon. Und ja, dann ist man natürlich sehr nah dran und sagt, wo können wir Aluminium wirklich verwenden, weil es das gibt einfach in großen Mengen. Aber was ist mit Chrom, was ist mit Nickel, mit Kobalt, mit Mangan, mit Wolfram, Antimon? All das ist extrem selten. Und wir haben nicht genügend Meteoriteneinschläge, das ist das Problem. Ja? Denn dann können wir das ja irgendwie herkriegen dabei. Verstehen Sie? Und dann machen die primitiven Betonstahl draus. Wenn Sie mir nur ein, so wie Sie vorher gesagt haben, wenn ich in Ninive sozusagen nur einen Gerechten finde, der jetzt Aluminium verwendet, so sage ich Ihnen, wenn ich nur einen finde, der sagt, Freunde, ich will in Zukunft wissen, was mit deinem Baustahl los ist. Ja. Ich werde da keine Buntmetalle drin haben, weil ich brauche die doch auch gar nicht. Sogar die Funktion wird dadurch eingeschränkt. Ja. Die Buntmetalle sind Stahlgifte, die da drin sind. Ich brauche in Betonstahl lediglich Eisen. Und ein bisschen Kohlenstoff kann nicht schaden. Auch Nickel kann nicht schaden, wenn es drin ist. Aber Kupfer zum Beispiel ist extrem giftig als Stahlgift. Ich war, das ist so, wenn Sie ein schottisches Hochland drin nehmen und danach auch einen Hamburger machen. Ja, und sagen, ja, es wird ja alles verwendet. Ja, toll. Schauen Sie, ich war in der Türkei gewesen 1999 für die Bundesregierung. Und ich sage Ihnen, da sind 20.000 Leute jämmerlich krepiert in diesen Gebäuden. Bei einem Erdbeben mittlerer Stärke. Ich habe den Betonstahl untersucht. Wir sagen so ein bisschen leicht rassistisch, die Leute können nicht richtig bauen und haben zu wenig Stahl reingepackt. War nicht der Fall. Sie haben 7 Millionen Autos aus den USA recycelt zu Betonstahl. Und durch immer kleinere Kupferanwendungen lohnt es sich nicht mehr, dieses Kupfer rauszukriegen. Wir haben in diesem Betonstahl bis zu 2,2% Kupfer gefunden. Wenn der Stahl, und zwar aus den USA kommen diese Autos, weil wegen der Erdbebengefahr in Kalifornien es illegal ist, alte Autos zu Betonstahl zu machen. Wir in Westeuropa verdünnen mit Neustahl
um den Kupfergehalt gering zu halten. Aber wir verlieren die Buntmetalle genauso. Drum müssen wir nicht nur zu dem Aluminium, sondern wir müssen eben 60 Millionen Stahlschrott exportieren, weil wir zu dumm sind, sozusagen den Kupfergehalt anders unter Kontrolle zu kriegen dabei. Das heißt, wir haben bis zu 2,2% Kupfer gefunden. Wenn der Stahl nur 0,5% hat, dann bricht er wie ein Osteoporoseknochen, wenn es ein Erdbeben gibt. Darum ist es illegal in den USA, darum exportieren die Amerikaner ihre Autos in andere Länder, wo dann Betonstahl draus gemacht wird. Wie gesagt, wir verdünnen, aber damit sind die Buntmetalle genauso weg. Ja? Also wie wär's? Wenn nur ein einziger, tun wir uns zusammen. Mir hat Ihr Vortrag wirklich gut gefallen. Nicht, dass Sie denken, nur wenn ich da ein paar Dinge rumkritisiere dazu, dass ich Sie nicht wirklich von Herzen schätze, was Sie da machen. Ja? Aber wenn nur einer sagt, Freunde, ich nehme keinen Betonstahl mehr mit Buntmetallen, dann ändern Sie das Spiel. Ja? Und wie gesagt, ich würde gern mit Ihnen ein Haus machen mit Aluminiumkabeln dazu, weil wir das Kupfer unbedingt aus den Häusern rauskriegen müssen. Das hat da drin nichts zu suchen. Wir brauchen es für die E-Mobilität. Da kann ich dem Elektromotor kann ich kein Aluminium nehmen, weil dort die Temperatur, der Temperaturanstieg einfach das nicht erlaubt dafür an der Stelle. Ja? Also da brauche ich den geringeren Widerstand. Aber beim Haus im Stromkabel ist es irrelevant dabei. Ja? Aber alle diese Buntmetalle sind weg. Nickel, Kobalt, Mangan, Molybdän, Vanadium, Palladium ist alles verdünnt. Ja? Nachher im Betonstahl. Das sind Sie. Wenn Sie das ändern, dann inspirieren wir die Leute in China, ja? Anders zu denken. Nur dann, ja. Und nicht, ob wir da ein bisschen CO2 eingespart haben. Schön, Sie können die Sitzheizung eine Stufe geringer schalten dazu, das geht schon, als dazu im Auto. Da kann ich Ihnen endlos solche Methoden machen. Machen wir mal 100 Gründe, Möglichkeiten, die Welt zu retten dabei. Ja. So eine Glatze zum Beispiel, ja, wenn man mal sowas zu Neonazis sagen will, was nicht Eva Herrmann ist oder sowas, ja. Ja, so eine Glatze braucht 7000 Liter weniger warmes Wasser, ja. Als jemand mit Haarwuchs wie Sie zum Beispiel. Ja? Und das Shampoo ist noch gar nicht mitgerechnet dabei. Ja? So sieht der Trend bei Kupfer aus. Ja? Also hier, jetzt sehen Sie, wie die Müllmenge ansteigt pro Tonne. Ja? Das ist nur, ich habe die Pionierarbeit genommen von 2005. Davon inzwischen passt es hier nicht mehr drauf, verstehen Sie? Ja. Und was machen wir? Wir machen Nasslandschaften in Chile. Ja? Wir zerstören deren Land. Und nachher bleiben riesige Müllkippen, arsenhaltig. Die Leute kriegen Krebs ohne Ende und den Staub atmen sie alles ein. Nur für unsere E-Mobilität. Ist ja toll. Ich meine, wir werden 20 Mal die Weltproduktion an Kupfer brauchen, nur für E-Mobilität. Das Zeug ist doch gar nicht da. Wissen Sie das so, wie wenn die Leute aus dem Hochhaus springen und sagen, es ging schon 10 Stockwerke gut. Ja? Das ist irgendwie ziemlich doof. Ja? Aber es ändert sich und die Hoffnung ist in Bayern und darum bin ich hier. Ein Herr Zipse hat gesagt, wir werden das erste Auto machen, was aus Autos hergestellt worden ist. Der allererste. Ja. Dazu. Bisher ist nie ein Auto zum Auto gemacht worden, nie. Kein Recycling, immer nur Downcycling. Jetzt 2025 wird der erste BMW sein. Hier haben sie so ein Modell gemacht, das war so ein bisschen mehr Potemkinsches Dorf davon. Ich habe mich gewundert, dass sie es überhaupt auf die Bühne gekriegt haben. Aber, und das liegt witzigerweise an dem Zusammenschluss zwischen den Mehrheitseignern, ja, Susanne Klatten zum Beispiel, und der IG Metall. Die IG Metall hat gesagt, wir möchten Cradle to Cradle endlich sehen dazu. Ja. Und Susanne Klatten auch. Und jetzt muss der arme Herr Zipse verkünden, dass sie ein Cradle-to-Cradle-Auto machen. Ich sage Ihnen, das wird eher Knödel-to-Knödel sein. Oder Nudel-to-Nudel, meinetwegen. Aber das macht nichts. Wenn Sie so schnelle Änderungen haben, haben Sie immer Qualitätsmängel. Das macht nichts. Die Idee, endlich Autos aus Autos zu machen, ja, ist doch das wert. Ja? Fragen Sie nach bei BMW und sagen Sie, Sie würden gerne das erste kaufen, gerne mal. Davon, die schwitzen jetzt alle dort. Aber Sie sollen dran sitzen. Wir müssen unsere Geschäftsmodelle ändern. Wir werden unsere gesamte mittelständische Industrie, den Maschinenbau, einbüßen, wenn wir die Geschäftsmodelle nicht ändern. Ich war in Bangladesch gewesen, da stehen überall solche Maschinen rum. Da steht drauf Heidelberg Spätmaste, Printmaste. Es waren ausschließlich europäische Maschinen, aber alles chinesische Nachbauten. Mit 3D-Druck und Digitalisierung kann jede Maschine innerhalb von weniger als 3 Monaten nachgebaut werden. In Shanghai sehe ich dann die Kopie auf dem Markt gleich. Und das Dumme ist, diese Maschinen gehen schnell kaputt. Und dann sagen die Leute, Heidelberg ist auch nicht mehr das, was es früher mal war. Also nehmen wir IBM Papst zum Beispiel. Die kennen Sie vielleicht im Gebäudesektor. Oder auch von Ihrem Rechner. Vom kleinsten Rechner
bis zum größten Gebäude sind die Ventilatoren von EBM Papst das Beste, was es gibt auf der Welt. Wirklich wahr. Ja, und ich kriege keinen Cent dafür, für diesen Werbeblock. Nicht, dass Sie denken. Im Gegenteil, Sie hassen mich natürlich dafür, weil ich sage, Freunde, euer Geschäftsmodell taugt nichts. Warum verkauft ihr Ventilatoren für Klimaanlagen? Warum überhaupt werden Klimaanlagen überhaupt gekauft? Niemand braucht eine Klimaanlage, ich brauche saubere Luft. Diese EBM Papst Ventilatoren sind übrigens an der Stelle, wo meine Mutter am Wehr, an der Jagd, Wäsche gewaschen hat. Im Sommer war sie rot verbrannt, im Winter war sie blau gefroren. Die musste 100 Meter ins Jagdtal runter mit einem Leiterwagen für insgesamt 9 Kinder, die noch nachkamen. Als sie 8 Jahre alt war sie dafür zuständig für die Wäsche und musste die nasse Wäsche dann mit dem Leiterwagen wieder hochzerren dabei. Und sie ist ausgerutscht auf dem Bär und hat sich schlimm verletzt. Ihr ganzes Leben hat sie darunter gelitten, weil sie sich die Wirbelsäule verletzt hat, die Rippen gebrochen hat, weil sie da ausgerutscht ist auf diesem Bär. Heute steht da EBM Papst. Ja, EBM Papst, Weltmarktführer für Ventilatoren und gebläse Klimaanlagen. Wirklich das Beste, was es eigentlich gibt, muss man sagen. Ja. Und diese Ventilatoren brauchen 10 Jahre keine Wartung. Und was ist das? Die verkaufen diese. Wir verkaufen die. Dabei braucht kein Schwein die Ventilatoren. Ich brauche doch nur die Luft. Jetzt konkurrieren sie mit ihrem Nachbau und der Nachbau ist in 2 Jahren kaputt. Und dann sagen die Leute, EBM Papst ist auch nicht mehr das, was es früher mal war. Ja. Wenn sie die nicht verkaufen würden, wären sie konkurrenzlos billig davon, wenn sie nur die Nutzung verkaufen würden. Das heißt, wir brauchen andere Geschäftsmodelle und da sind Sie entscheidend dafür. Niemand braucht so ein verdammtes Aluminiumfenster. Ich brauche nur durchguckende Wärmedämmung. Niemand braucht einen Teppichboden. Ich brauche doch nur Fußbodenverpackungsversicherung. Wenn Sie 10 Jahre Fußbodenverpackungsversicherung verkaufen, dann können Sie das beste Material nehmen, nicht den billigsten Dreck. So müssen Sie uns immer Kompromisse eingehen, wenn Sie das verkaufen. Gut, wir können auch ein Museum für Indien und China werden. Das ist auch eine Aufgabe, natürlich, klar. Also, lassen Sie uns doch überlegen, wie wir die Dinge anders machen. Nicht das grünste Haus ist das, das gar nicht gebaut wird. Entschuldigung, ich bin Architekt. Ich bin für die Flächenversiegelung da. Ja? Quatsch. Ja. Überhaupt haben diese Architekten immer so etwas Devotes. Schaffen Sie diese Wettbewerbe ab oder machen Sie wenigstens eine Qualifikationsgarantie für die Jurys. Ich sitze in diesen Jurys immer drin und dann kommt der Herr Landrat an und sagt, mag ja so sein, aber das gefällt mir nicht. Ja? Ja? Und dann versuchen die Architekten, dem irgendwie noch zu gefallen. Und das ist doof. Das müssen wir ändern. Wir müssen wirklich sagen, die Jury muss eine vergleichbare Qualifikation haben, davon, wie die Leute die Dinge einreichen. Denn sonst macht man unnötig Kompromisse und das Zeug sieht dann einfach hässlich aus, weil man sozusagen sich danach richtet, was der Herr Landrat im Urlaub gerade irgendwo gesehen hat. Ja? Davon ein Haus Casa à la Maison sozusagen. Ja. Was für ein Blödsinn. Also nicht das grünste Haus ist das, was nicht gebaut wird, sondern das grünste Haus ist das, was die anderen Lebewesen unterstützt. Und dann haben wir alle für 1,5 Grad. Ja. Ich meine, verstehen Sie, ich habe mal Greenpeace ja in verschiedenen Ländern mit aufgebaut, auch in Österreich, in der Schweiz, in Argentinien auch und sonst wo. Ich bin Schlauchboot gefahren, ich habe Schiffe blockiert davon, ich habe Abwasserrohre zugemacht. Aber es wäre mir nie eingefallen, mich irgendwo mit giftigem Sekundenkleber festzukleben, meine Haut zu ruinieren und mich abhängig zu machen von anderen. Ja? Wenn die Scharia eingeführt wird, dann zack, wird Ihnen einfach der Arm abgehackt an der Stelle sozusagen. Ja? Ja? Zuckt noch ein bisschen, okay. Also verstehen Sie, wie kann man etwas machen? Wie verzweifelt muss man sein, wenn man so etwas macht, was gegen jede Vernunft der eigenen Gesundheit ist und wo man sich so abhängig macht von dem Wohl und Wehe, ob, je nachdem, welche Verdauungsprobleme der Polizeibeamte dazu vorher hatte. Ja, ja, ich meine, verstehen Sie, das ist eine verzweifelte Situation. Wir würden Massenselbstmorde von diesen jungen Leuten riskieren, wenn wir nicht endlich handeln. Stattdessen in der Hamburger Mönckebergstraße, wir alle für 1,5 Grad, für alle, dass der Planet 2 Generationen später zugrunde geht. Ja? Na toll, und das mit Mikroplastikfarbe. Ich meine, bitte, wir müssen das anders. Sie sind dafür da. Wissen Sie, was ich Ihnen vorschlagen würde? Ich würde sagen, wir machen ein Ruhestandsverbot für die nächsten 20 Jahre. Denn diese Baby-Boomer-Generation dazu, die macht sich jetzt einen schlanken Fuß und kauft sich ein Apartment in Mallorca oder in der Schweiz dazu. Ja. Wolfgang, ja. Davon. Ja. Und sagt, okay, nein, die brauchen wir jetzt. Wissen Sie, als man die Rente eingeführt hat, war die Lebenserwartung genau halb so hoch. Das Renteneintrittsalter war bei 70. Wenn man das auf 65 runterrechnet, wenn man den gleichen Prozentsatz in Rente schicken würde wie damals, wäre unser Renteneintrittsalter bei 88,2 Jahren. Ja.
Wir machen uns künstlich alt, das hat so etwas Entlastendes sozusagen. Aber heute ein 60-Jähriger hat ein biologisches Alter eines 40-Jährigen vor 100 Jahren. Schauen Sie sich diese Fotos mal an, von 40-Jährigen vor 100 Jahren, das waren alte Leute gewesen. Ja? Und wir machen uns alt. Nein, lass uns sagen, wir schaffen die Rente ab. Solange wir gesund sind, sind wir tätig. Und auch das habe ich in Indien gelernt, ab 60 sind die Menschen für die Allgemeinheit tätig, nicht für sich selber Kreuzfahrten zu machen und solches Zeug. Nein, dafür sind sie für die Allgemeinheit da. Wir brauchen das, die Kenntnis und die Erfahrung. Und das sind die Profiteure dessen, was wir an Zerstörung haben. Und die sind bitteschön an Bord. Und nicht, oh, Fachkräftemangel oder sonst was. Nein, nichts. Kein Land der Welt kann Leute für mehr als 10 Jahre nichts tun bezahlen. Wir sind jetzt bei über 20 Jahren. Ein Drittel des Bundeshaushalts geht für Renten und Pensionen drauf. Vor 2030 wird über die Hälfte der gesamten Ausgaben des Bundes für Renten und Pensionen draufgehen. Das kann nicht sein. Ja. Wir waren noch nie so jung wie jetzt. Also wir können uns nicht zum Müll erklären, wenn wir ein bestimmtes Alter erzählt haben und uns dann in Mallorca entsorgen oder sowas. Nichts dergleichen. Ja. Nicht. Wir sind, solange wir gesund sind, tätig. Wenn wir krank sind, brauchen wir viel mehr Unterstützung des Systems. Ich habe gerade ein Praktikum gemacht in einem Pflegeheim. Wir haben die Menschenrechte so komplett eingebüßt. So komplett, da sind 2 Leute für 150 Leute, die werden festgebunden, die werden ruhig gespritzt, die werden eingesperrt. Nur, dass man die Nacht irgendwie übersteht. Und von den 2 Leuten war ich einer. Verstehen Sie? Unsere Menschenwürde ist da komplett weg. Ja. Also, diese Leute brauchen so viel mehr Aufmerksamkeit. Ja. Zumindest... Wenn es so viele Leute gibt, die an Alzheimer erkranken und die Aluminiumindustrie immer noch, Entschuldigung, das war gut. Also, lassen Sie uns doch überlegen, sagen Sie heute, bestimmen Sie doch heute, tun sich 5 Leute zusammen und sagen, wir möchten, dass das CO2 aus der Atmosphäre zurückkommt. Ja. Algenfassaden wäre eine Methode, eine Landwirtschaft, die Boden aufbaut, wäre eine Methode dafür. Ja. Wir wollen klimapositiv sein. Es gibt viele Produktbeispiele inzwischen. Wir haben Teppichböden zum Beispiel hier von Shaw, von Desso. Die sind nicht nur nicht giftig, ja, sondern sie reinigen die Luft. Ja. Also wenn ich mein Kind nicht schlage, habe ich noch nichts gemacht dazu. Ja. Wir können damit Feinstäube an uns binden. Trotzdem, wir haben den Leuten das Patent geschenkt. Das war unsere Idee. Und gesagt, lassen wir uns doch Teppichböden machen, die Feinstäube an sich binden. Ja, und was machen die? Sie machen einen Ökozuschlag drauf. Die machen eine Umsatzrendite von 20% und das ist ihnen nicht genug. Und dann hauen sie nochmal 5% dazu drauf. Ja? Davon. Es sind Gebäude allein in Essen damit um 800.000 Euro teurer geworden, nur weil die noch einen Ökozuschlag wollten. Wissen Sie, akzeptieren Sie keinen Cent Ökozuschlag. Sie sind gute Architekten, Sie sind wunderbare Bauherren davon. Ja? Und der Sie das verwenden, ist die Auszeichnung genug. Das stellen Sie jetzt nur als Referenz zur Verfügung. Ja? Dann können die Leute das sehen. Und das ist die Leistung. Aber akzeptieren Sie keinen Cent mehr dafür, keinen einzigen. Dass Sie, denn die Dinge, wenn man die am Anfang denkt, dann sind sie nachher viel günstiger. Ja? Also ich brauche dann keine Kläranlage am Schluss. Nehmen wir zum Beispiel, unser erstes Produkt waren essbare Möbelbezugstoffe. Hört sich komisch an. Ja? Aber wissen Sie, in der Zuschnitt in der Möbelindustrie sind so giftig, dass sie als Sondermüll verbrannt werden müssen. Ja? Dann sitze ich da einer schönen Frau gegenüber dazu und rutsche natürlich nervös hin und her. Dann esse ich faktisch den Bezugsstoff mit. Ja. Also suche ich nur Zutaten raus, die ich auch essen könnte. Das bedeutet aber, dass die Zuschnitte als Torfersatz in Gärten reingehen können. Der Arbeitsschutz ist viel einfacher. Ich brauche keine Kläranlage am Schluss, weil der Filter am Anfang ist. Die Lagerhaltung ist viel einfacher. Und dann wollen die Leute einen Ökozuschlag haben? Ist ja irrig. Nein. Das Produkt wird günstiger, wenn ich es nochmal anders denke. So wie ein Fernseher mit 100 Programmen immer billiger ist als einer mit einem Programm. Verstehen Sie? Weil Sie dann den Fernseher verstanden haben. Ja? Also, hier. Aber Sie brauchen vor allem neue Geschäftsmodelle. Also man verkauft keinen Teppichboden, sondern man verkauft eben 10 Jahre Nutzung. Das Nutzungsrecht, Niesbrauch sozusagen. Ja? Also nicht Miete, nicht Leasing, sonst irgendwas, sondern ein Nutzungsrecht. Damit gibt es das nie Abfall. Damit habe ich nie einen Schrotthändler, der sich damit eine goldene Nase verdient, dass er das irgendwie ein bisschen handelt dazu, sondern ich verkaufe nur das Nutzungsrecht. Und das muss auch für die Aluminiumindustrie so gelten. Es gibt viele Cradle-Cradle-Produkte inzwischen und Sie können ja auch vieles hier schon sehen dazu. Ist ja toll. Ja? Also Aluminiumkabel, unbedingt ja, davon. Das ist das, wo wir Aluminium netzen. Aber nur dann, wenn die Deos verschwinden, okay? Gut, Schüco macht Cradle-to-Cradle-Fassaden und es ist mit Dresden Sommer gelungen, den Wert der Fassade aus dem Gebäude rauszurechnen.
Also man verkauft also nur das Gebäude plus Fassade, dann ist die Fassade sozusagen nur Dienstleistung, dann verkauft man 30 Jahre Durchgucken und Wärmedämmung. Ja? Das kann man umsetzen. Es gibt inzwischen viele tolle Firmen wie Sync zum Beispiel, die Cradle Cradle machen. Es gibt hier die Terrassenmaterial, was viel besser ist als jedes tropische Regenwaldholz. Und die verkaufen nur den Niesbrauch, Megawood in Aschersleben. Also nur das Nutzungsrecht. Ja. Und wir haben eine Circularity-Firma gegründet. Damit ist der Kunde praktisch die Materialbank, verstehen Sie? Und wir haben das ausprobiert. Auch nach 30 Jahren kann dieses Material mindestens 20 Mal wieder für diesen Zweck verwendet werden. Also für Ewigkeit praktisch. Wir verkaufen nur die Nutzung und der Kunde weiß, das bleibt schön 30 Jahre. Ja? Ist doch toll. Ja? Alle haben daraus einen Vorteil und der Kunde wird praktisch zur Materialbank dazu. Ja? Wir können Gebäude machen, wo die Luft besser ist als draußen. Hier zum Beispiel natürlich als Woodcube zum Beispiel, davon kann man das umsetzen. Wir haben schon vor ewigen Zeiten gefordert, das vom Bauhaus zum Baumhaus zu kommen. Wir sehen es jetzt in The Cradle in Düsseldorf. Wir sehen hier dieses Gebäude 2016 in Betrieb genommen. Die Krankheitsrate in diesem Gebäude ist 20% niedriger. Fahren Sie nach Venlo, gucken Sie sich an davon. Ja, wenn die Leute gesunde Luft haben, dann werden sie auch nicht so leicht gegen andere Atemwegserkrankungen krank. Ja? Das kann man umsetzen. Wir haben in Park 2020 in Nähe von Schiphol Airport umgesetzt. Es gibt einen gemeinnützigen Verein, es gibt ja auch eine Cradle-to-Cradle-Gruppe hier in München. Laden Sie die mal hierher ein davon. Das können wir etwa 400 Produkte angucken, wie man Plattenbau umbaut, kann man dort sehen. Und es gibt inzwischen etwa 1500 junge Leute, die sie dringend brauchen. Da haben sie motivierte Leute, die nicht erstmal fragen, was verdiene ich denn dabei, sondern die fragen, macht ihr sinnvolle Arbeit? Ja? Und das ist doch wichtig. Ja? Verstehen Sie, sonst kommen die Leute an und sagen, ich möchte vor allem ein Burnout vermeiden. Ja? Sag ich, junger Mann, fangen Sie mit dem Burn-In an, dann sehen wir nachher weiter. Aber wir können es umsetzen. Wir brauchen die Gebäude als Materialbanken. Großes Projekt. Unter anderem auch mit Dresden Sommer haben wir gemacht, ging von uns aus, wir brauchen Materialpassports, ja, und da ist inzwischen Madaster draus entstanden dazu, reversibles Gebäudedesign, Datenmanagement, Geschäftsmodelle und Policies und Case Studies dazu. Wir können das umsetzen, ja, und wir sehen es, wir können es für Schiffe zum Beispiel auch, das ist Maersk. Maersk Line will implement the most comprehensive cradle-to-cradle passport ever seen for the new giant Triple E ships. The cradle-to-cradle passport will identify each and every nut and bolt of the giant 60,000-ton ships, making vastly improved recycling possible for most materials as well as safe disposal for the rest. The materials of the ships will all be marked and numbered, separating high and low grade steel, copper wiring, hazardous materials and waste. Based on the sorting, it will be possible to reuse nearly all materials for new ships, making dangerous and polluting scrapping a thing of the past. Also, wenn Sie das für Schiffe können, können Sie im Internet nachgucken dazu. Warum nicht für Gebäude? Wir können doch mit der Digitalisierung alles definieren, was das ist. Nicht frei von. Wenn ich Sie zum Essen einlade, sage ich auch nicht, das ist frei von Hähnchen. Ich sage, was drin ist, verdammt normal. Ja? Ja? Und das können wir umsetzen. Dafür, wie gesagt, brauchen wir aber definierte Nutzungszeit, nicht Langlebigkeit. Ich muss wissen, wann das wieder zur Verfügung steht. Ich kann das verlängern dann jeweils. Aber ich muss wissen, wann es im Prinzip zur Verfügung steht. Chiroflex zum Beispiel verkauft jetzt Büromöbel die sind leider hier nicht dazu, aber die müsst ihr hier mit einladen, mit 25% Pfand. Und zwar nicht nach 9 Jahren, nicht nach 11 Jahren, sondern nur genau nach 10 Jahren. Und nur genau im November, nicht im Dezember, nicht im Oktober. Dann weiß ich genau, wann das Material da ist. Aber das heißt nicht, dass die daraus wieder neue Schreibtischstühle machen. Diese Kreislaufwirtschaft, die so fährt wie Riesenradfahren, ja, so im Prater in Österreich oder London Eye, ja, dann dritten Mal fragen sie, was mache ich denn hier eigentlich? Ja?
Nein, ich habe es zur Verfügung. Ich kann ab sofort handeln. Kann ich sagen, heute geht es in eine Waschmaschine, morgen in ein Autoteil. Ja? Es sind Räume, es sind keine Kreisläufe. Kreisläufe sind lineares Denken im Kreis. Nein, es sind Räume, die Biosphäre und die Technosphäre. Wir können es umsetzen. Wie wäre es denn dazu, wenn Sie sagen, Freunde von Schüco, wir wollen euer tolles Aluminium nicht haben, wir wollen die Nutzung dafür haben. Ja? Wie wäre es dazu, wenn Sie Solaranlagen nicht länger kaufen würden? Schüco Solar ist Konkurs gegangen, weil Sie das falsche Geschäftsmodell dafür hatten. Sie haben Solaranlagen gemacht, die niemand sonst in Europa geschafft hat und glaube weltweit auch sonst nie. Die Solaranlagen haben nach 19 Jahren noch 93% des Wirkungsgrades gehabt. Die parallel auf den Markt gekommenen chinesischen Anlagen haben in den ersten 5 Jahren die Hälfte des Wirkungsgrades verloren. Weil sie aber am Anfang 30% billiger war, ist Schüco in Konkurs gegangen. Wenn die nicht die Solaranlagen verkauft hätten, sondern nur das Nutzungsrecht für 20 Jahre, dann wären sie konkurrenzlos billig. Auf 20 Jahre ist die Schüco-Anlage 40% kostengünstiger, was die Kilowattstunde angeht. Sie sind aber in Konkurs gegangen. Das heißt, Sie müssen neue Geschäftsmodelle unterstützen. Das ist Ihre Aufgabe dabei. Wir haben keine Solarindustrie praktisch mehr. Ja, weil, ja, der Audi A2, ich habe ihn extra reingenommen, deswegen war ein Aluminiumauto, aber ja, für den Rahmen davon, aber ohne Geschäftsmodell. Ja. Da wurde 1.000 Euro teurer über das Aluminium, ohne dass jemand ein Geschäftsmodell, ohne dass Audi etwas davon hatte. Ist ja toll. Ja. Aber es kommt. Ursula von der Leyen stellt unsere Waschmaschine vor. Ja, man verkauft keine Waschmaschine mehr. Und Ursula von der Leyen, bin ich schon stolz, sie ist meine Vorgängerin für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis. In 3 Wochen kriege ich den Deutschen Nachhaltigkeitspreis verliehen, sozusagen. Das ist ja lustig, weil ich mache mich ja eher über Nachhaltigkeit lustig dazu. Aber die größten Kritiker der Elche waren früher selber welche, sozusagen. Aber sie sagt, nein, ich brauche keine Waschmaschine. Wenn ich die Nutzung nur kaufe, dann kann ich anstatt 80 billige Plastiksorten 4 Plastiksorten einsetzen, wo es sich lohnt, sie zurückzukriegen. Wenn ich eine Waschmaschine habe, die 30 Jahre hält, langlebig, dann kriege ich die Innovation nie auf den Markt. Zum Beispiel eine Waschmaschine, die das Waschmittel zurückgewinnt. Denn ich brauche beim Waschen ja nur 5% des Waschmittels wirklich. 95% ist nur aus kinetischen Gründen, damit der Prozess schnell abläuft. Ja. Das heißt, es kann dann 10-mal teurer sein, das Waschmittel, weil ich ja nur die Nutzung praktisch für 95% verkaufe. Aber das kommt nie auf den Markt dann. Und schon das Verfahren auch nie, wenn die Waschmaschine ewig hält. Und ich weiß auch nie, wo das Material jemals wieder endet. Also eine Waschmaschine sollte maximal 9 Jahre verkauft werden. Das heißt, 90 Grad sind 3 Punkte, 60 2 Punkte, 30 sind 1 Punkt. Dann waschen die Leute bei niedrigster Temperatur und packen die Waschmaschine voll. Ja? Und die nicht genutzten Waschgänge können Sie auf die neue anrechnen. Ich verkaufe also keine Waschmaschine, sondern nur eine Waschversicherung sozusagen. Ja? Wir haben jetzt Modellregionen, eine ganze Reihe davon. Hier, das ist die netteste eigentlich dazu in Lüneburg, vom Bauministerium übrigens bezahlt. Ja, was interessant ist, das Bauministerium über Regionalentwicklung bezahlt eine Modellregion, Cradle to Cradle. Und dass Sie sehen, das ist durchaus ein Who is Who der Industrie, was dort vertreten ist. Es gibt natürlich die DGNB als Partner davon, weil wir natürlich wollen, dass die Gebäude gesund sind. Wir können damit Gebäude machen wie Bäume. Gebäude, die nützlich sind, nicht weniger schädlich. Dafür brauchen wir aber Sie. Ich bin sozusagen, wie Madonna sagen würde, ich bin Chemiker. Ja. Madonna würde sagen, ich bin einfach nur Ihr Material Boy, sozusagen. Ich liefere Ihnen gerne das Backup. Aber es ist doch wirklich ärgerlich, dass unsere Sachen im Museum für Modern Art hängen. Ja. Unsere essbaren Bezugsstoffe. Das kann doch nicht sein. Ich bin Chemiker. Warum muss ich das Design machen? Nur, weil Sie keine Lust dazu haben? Ja. Also setzen wir das doch um. Wir können Gebäude machen, die durchaus die anderen Lebewesen unterstützen. Ja. Wie ein Baum eben. Ja. Wir können den menschlichen Fußabdruck feiern. Wenn Menschen gemocht sind, wenn sie geschätzt sind, dann sind Menschen immer großzügig und freundlich. In allen Kulturen, selbst die Ärmsten, der Armen, geben immer ab. Wenn ich ihnen aber jetzt sage, unterschwellig, es wäre nicht besser, du wärst gar nie geboren worden, dann werden Menschen in allen Kulturen raffgierig und feindselig. Das heißt, wenn wir die Menschen als Chance begreifen, nicht als Belastung für diesen Planeten, sondern als Chance, dann benehmen sie sich auch so. Wenn wir sie als Belastung begreifen, benehmen sie sich auch so. Das heißt, wenn wir sie als Chance begreifen, wenn wir also sagen, schön, dass du da bist, dann sind Menschen immer großzügig und freundlich. Wir kommen zum bescheidenen Lebensstil nicht, weil es uns jemand vorschreibt, sondern weil wir uns freuen, dass es den anderen auch gut geht. Ja? Also, lassen Sie uns Architektur feiern. Sie ist wirklich der ultimative Ausdruck des menschlichen Fußabdrucks. Lassen Sie einen großen Fußabdruck haben, der beim Feuchtgebiet ist. Schön, dass Sie da sind.